Sie ist zur Märtyrerin für den Kampf gegen das Terrorregime im Iran geworden. Die Philosophiestudentin Neda Soltani, erschossen mitten in Teheran. Ein Handyvideo dokumentiert ihr Sterben auf offener Straße. Sie liegt in einer Blutlache auf dem Boden, ein verzweifelter Blick in die Kamera. Dann läuft ihr plötzlich Blut aus Mund und Nase. Ihr Vater kniet neben ihr, während ein Arzt versucht, ihr das Leben zu retten. Vergeblich. Das Geschoss ist in ihrer Brust explodiert. Sie starb in weniger als 2 Minuten, erzählte der Mediziner später.